Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir üben die Bildung von Relativsätzen. Bilden Sie also aus den beiden Hauptsätzen Hauptsatz und Relativsatz. Nummer 1. Das ist Professor Forsch. Er untersucht Eier auf Antibiotika. Nummer 2. Er kontrolliert auch die Lebensmittel. Sie kommen auf den Markt. Nummer 3. Das ist die Firma. Man wirft ihr Manipulation an Lebensmitteln vor. Nummer 4. Das ist unser Nachbar. Sein Sohn studiert Agrarwissenschaft. Und nun die Lösung. Nummer 1. Das ist Professor Forsch, der Eier auf Antibiotika untersucht. Das ist ein Relativsatz im Nominativ. Nummer 2. Er kontrolliert auch die Lebensmittel, die auf den Markt kommen. Das ist ein Relativsatz im Akkusativ Plural. Nummer 3. Das ist die Firma, der man Manipulation an Lebensmitteln vorwirft. Das ist ein Relativsatz mit Relativpronomen im Dativ Feminin. Nummer 4. Das ist unser Nachbar, dessen Sohn Agrarwissenschaft studiert. Das ist ein Relativsatz im Genitiv. Zur Bildung von Relativsätzen empfehlen wir Ihnen unsere Grammatik, Übersichten, Grammatiktafeln. Da ist alles genau erklärt. Danke für Ihr Interesse.